Das ist nicht viel besser. Okay, ich bin gut. Ich bin echt froh, dass wir das blaue Feuer jetzt nicht mitgenommen haben. Ich bin echt froh, also nicht benutzt haben. Ich bin froh, dass wir es nicht an dieser Wand benutzt haben. Denn, so. Wird nicht besser. Nee, nicht wirklich, ne? Aber wir können ja immer noch die Zwille benutzen. Das haben wir ja zum Glück noch. Okay. Ich sehe hier auf jeden Fall schon einige Probleme. Da oben ist ein eingeeistes Auge. Was soll ich denn damit jetzt bitte anfangen? Wie? Hä? Da muss ich bestimmt später als Erwachsener nochmal rein. Das wird ja mega witzig werden. Zelda-Junge sollte eine CD aufnehmen. Schöne Stimme. Danke. Aber ich glaube nicht. Vielleicht Kinderlieder, ja. Oh Gott. Wir sollten vielleicht erstmal das Schild wechseln. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, let's go. Einmal Schild wechseln. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen hier. Ich habe nicht hingeguckt. Ich ging gerade davon aus, dass da irgendwo die Wand ist, wo ich... Genau, mit Feuerfallen kann ich das auftauen, aber halt als Erwachsener Link nur. Was ist denn da unten los? Da ist nichts. Ah, ich darf ein Schwert nicht benutzen. Sorry, Leute. Vertragsstrafe. Ertragsstrafe. So. Jetzt benutze ich kein Schwert mehr. Verstehe, warum der Gold schwer ist. Kann Feuerfallen auftauen. Deswegen sagte ich ja, gehe als groß rein, das ist einfacher. Aber aktuell durchgefallen. Aktuell darf ich ja, kann ich ja mich nicht groß machen. Ich brauche ja erst die drei Edelsteine, sonst wird das ja nichts. Welcher ist dein Hass-Dungeon Ocarina of Time? Also eigentlich der Wassertempel. Aber das kommt halt auch so ein bisschen auf drauf an, was wir jetzt hier immer für Hex haben und so. Also es gibt halt auch krasse Hex, die halt, wo andere Dungeons schwerer sind. Oder Randomizer, da sind auch manchmal die Dungeons richtig eklig. So, okay, wir haben hier Fackeln. Eine Stunde lang streamen als Strafe. Okay, wir streamen schon eine Stunde lang. Gut, finde ich eine gute Strafe. Okay, wie machen wir das jetzt? Wir brauchen Feuer. Kriege ich ein Feuer her? Da drüben... Okay, da drüben geht es auf jeden Fall weiter. Hier können wir nicht weitermachen. Ha. Huh. Ja, das ist kein Randomizer, das ist ein Master Quest 2.0. Das Spiel ist noch immer Vanilla. Genau. Nee, wird verlängert. Länger ausstream. Strafe. Ab in Knast. Was ist eigentlich dein Lieblingsessen? Oh. Ah. Da gibt es viele gute Sachen. Das ist gerade blöd, dass ich... Was passiert denn eigentlich hiermit? Okay, ich sah nicht die nur. Gibt viele leckere Sachen. Lieblingsessen. Auf jeden Fall schreibt ihr auch euer Lieblingsessen mal rein. Würde ich sagen, Eisfledermäuse. Was ist denn hier los? Also, ich hätte... Also, ich finde ja allgemein so... So Hofbräuhäuser, ne? Alles, was so richtig geiler Braten oder ja, so Spätzle und schwäbisches Zeug. Alles mega geil. Sowas esse ich sau gerne. Carbonara esse ich richtig gerne. Also selbstgemachte, gute, richtig geile, selbstgemachte Carbonara. Macht meine Frau so eine gute. Mega nice. Ansonsten habe ich auch gerade auch chinesisch, mexikanisch, mega geil, indisch. Ich habe jetzt nicht direkt ein Lieblingsessen. Also ich bin da eher so Multikulti ein bisschen unterwegs. Es ist gerade mega doof, dass ich kein Schwert benutzen darf. Das ist wirklich doof. Das ist gerade mega doof. Okay. Sushi ist auch lecker, ja. Linsenspätzle, Seitenwürste ist auch lecker. Blöde Fledermaus. Nein, eingefroren einfach. Ah, kommt der. Okay, wir haben hier eine Fackel, aber die kann ich jetzt nicht anzünden. Semmelknödel.
Schwabe Power, jawohl, Königsberger Klopse, natürlich Königsberger Klopse, ich glaub's nicht. Nein, 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 keine Königsberger Klopse, Eier und Senfsoße, das ist absolut mein Hassessen. Beziehungsweise von mir und meiner Frau absolutes Hassessen. Was ich jeden Tag essen könnte, wäre Sushi. Hallo Mentai übrigens, Sushi ist auch mega geil. Fledermaus nutzen die brennt. Damit kann ich mein Feuer anzünden? Aber, okay, die, also ist ja nun... Okay. Gute Idee auf jeden Fall. Klappt das? Da oben ist das Gulti. Die habe ich gar nicht gehört. Komm mal her. Geht das? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube, das geht nicht. Oder kann ich... Warte mal, ich muss mal gucken. Kitsune wollte, glaube ich, drehen, ne? Hatte ich das richtig gehört? Tote Oma. Oh Gott. Ich weiß es auch nicht, aber ich würde es machen. Okay. Okay, Kitsune, einmal drehen. Ich gehe mal kurz raus und rein. Hoffe, dass die Fledermäuse respawnen. Okay. Ist quasi aktuell noch ganz human für mich, weil ist erst eigentlich als erwachsener Link essentiell. Diese Strafe. Bin mir gerade noch nicht sicher, wie ich das machen soll. Hast du auch Glück gehabt, ja. Hier, den brauche ich. Komm her. Nee. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Den brauche ich. Der muss die Wand aufsprengen. Du nicht. Geh weg. So. Truhe? Truhe? Wo ist denn Truhe? Okay, warte mal. Ich hole mal kurz die Feuerfledermaus ran. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel geschrieben in dem Chat, außer... Was macht denn er? Er ist einfach der fliegende Holländer. Mann! Wie kriege ich denn den dazu? Der kann mir ja die Wand aufsprengen. Wenn ich den im richtigen Moment angreife, sprengt er sich ja und dann kann ich die Wand aufsprengen. Das müsste irgendwie klappen. Scharf angebrannte Sauerkraut und Pellkartoffeln. Der ist, glaube ich, die Spawn. Ja, ich glaube auch. Aber spawnt der jetzt nochmal? Spawnt doch nicht nochmal. Shit. Mann, wie machen wir denn das? Was ist euer Hassessen, liebe Leute? Würde mich auf jeden Fall auch mal interessieren. Mann, was mache ich denn jetzt mit denen hier? Die kann ich nicht runterholen? Gibt es eine andere Art, die runterzuholen irgendwie? Und die spawnen gerade auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal raus und rein. Saure Lunge. Saure Kutteln. Pass auf Rosenkohl. Ey, da bist du voll bei mir, Maike. Ich bin auch gar kein Rosenkohlesser. Rosenkohl und Blumenkohl sind leider so zwei Sachen, die esse ich gar nicht gerne. Ich habe leider noch gar keine Krabbelminen. Ich könnte mir halt theoretisch nochmal ein blaues Feuer holen, aber wir haben hier eigentlich relativ viele Sachen, die sprengbar sind. Achso, übrigens, ich habe einen Dungeon betreten. Zählt auch, wenn ich erneut rangehe. Hä? Hat man das nicht eben schon? Hatte ich eben nicht kein Schwert schon? Was hast du jetzt davon? Oh oh. Ja, warte mal. Theoretisch? Ich muss... Ich muss den... Den muss ich gleich benutzen, um den hier wegzusprengen. Ich könnte mal versuchen, alle Gegner halt zu töten, ne?
Kann sein, dass es irgendwie doppelt vergeben ist. Ich mach nochmal, weil ich gehe jetzt eh nochmal raus und rein. Ich will ja auch nicht zweimal das gleiche haben. Rolle ist nicht erlaubt. Ja, das ist okay. Das ist okay. So. Oh, ich glaube, da muss ich nochmal was ändern. Kann sein, dass da vielleicht was schiefgelaufen ist, als ich heute das Rad bearbeitet habe. Da sollten wir vielleicht nochmal dann gucken. Hat Link jetzt rote Haare? Guck mal, Link hat jetzt rote Haare. Na gut, nee, ist schon noch rosa, aber es sieht hier so ein bisschen rot aus. Okay, wir müssen jetzt gleich, wenn der Typ spawnt. So, haben wir den kaputt? Der müsste sich jetzt in die Luft sprengen und... Yo. Yo, Alter, geil. Sau gut. Okay. Also hier kommt er jetzt gleich, ne? Ah, shit. Ah, den habe ich schlecht getriggert. Aber den hier müssen wir noch kaputt kriegen. Oh. Oh oh. Ah. Ja, was soll ich sagen? Du darfst sie nicht angreifen lassen. Ja, aber es ist, ich brauch sie halt auch in der... Ah, Glück gehabt. Geil. Oh, schön. Ich brauch sie ja in der richtigen, in der richtigen Position. Stimmt, der dritte Tod. Danke. Danke, danke, danke. Der macht Kopfzerbrechen hier, der Dungeon. Das ist eklig. Okay, nochmal. Let's go. Also. Ah, war schon wieder echt schlecht. Den einen habe ich verkackt. Mal gucken, ob ich wenigstens den hier schaffe. Das sollte passen. Die Wand müsste wenigstens kaputt sein. Okay, Heilung. Okay, was haben wir da? Was war das? Fledermäuse? Hä? Da liegen einfach 20 Deku-Sticks. Oh Gott, hier sind noch unsichtbare Fledermäuse. Wir haben blaues Feuer, Leute. Blaues Feuer! Und ganz viele unsichtbare Gegner. Was ist das? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Ist noch jemand da? Ich glaube, das war's. Gelesen, Heilerschild. Geiles. Was? Geiles Heilerschild. Ja, das Heilerschild ist wirklich gut. Sieht echt schön aus. Okay, pass auf. Empty Bottle. Blaues Feuer. Damit können wir jetzt Wände sprengen. Jederzeit. Das ist auf jeden Fall erstmal wieder gut. Damit machen wir wahrscheinlich die Tür wieder auf. Wir können uns jetzt unendlich blaues Feuer hier erstmal holen. Kostenlos. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, und jetzt muss ich halt die Typen, ich glaube, ich muss hier halt alle Gegner besiegen. So, Herzchen habe ich bekommen. Und der ist auch tot. Nice. Okay, das ist schon mal sehr gut. Jetzt muss ich den da vorne noch irgendwie wegkriegen. Und dann... Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Bitte, bitte, bitte. Jo, okay. Die Hammer. Sehr schön. So, haben wir jetzt noch irgendwo Gegner? Da oben halt die Skulti, aber die kann ich ja aktuell sowieso nicht besiegen. Es laggt bei mir. Okay, bei mir aktuell noch nicht. Ich hoffe, es fängt sich bei dir gleich wieder Kitsune. Ah, die Tür ist ja offen. Hä, bin ich doof? Ah, die Tür war die ganze Zeit offen. Kann das sein? Hier ist einfach eine Scooty auf dem Boden. Ja, nett. Es laggt? Oh oh. Ich hoffe, es laggt nicht zu sehr.
Also bei mir ist eigentlich alles aktuell noch gut. Leute. Also ich sehe zumindest nicht gerade, dass der Stream oder so down geht. Es hat gesagt, jetzt ist besser. Okay. Gut. Ich nehme mal ganz kurz die Deku-Sticks zur Hand. Okay, es hat mal kurz gehangen also. Okay, alles klar. Also war nur kurz. Gut zu wissen. Bam. So, eins. Und tschüss. Du. Okay, aber wenn es jetzt wieder besser ist, ist ja super. Alles klar. Zack, tschüssi. Freundchen. Ich soll vielleicht nicht meine Deku-Sticks verschwenden, ne? Ist, glaube ich, besser, ich behalte die. Magst doch gerne was Süßes? Klar. Immer mal. Speziell habe ich da jetzt auch nichts. Ich bin da eher so einer, der immer mal Bock auf irgendwas Bestimmtes hat. Aber klar, ab und zu immer mal was Süßes. So. Jo. Alter, hier. Also, ich wollte nur mal sagen, im Original, ne, ist hier einfach nur ein Herzchen drinne. Aber hier haben sie es endlich mal so gemacht, dass es einen Nutzen hat. Ich hoffe, bei 20 kriegen wir den ersten Typen. So. Da lohnt es sich halt wirklich, dass du solche Dinge kennst, ne? Dass da einfach so ein Ort ist. Aber ich hoffe halt auch wirklich, dass wir durch diesen Randomizer, oder durch diesen Hack, nochmal ein paar andere Dinge erfahren. Würde mich sehr interessieren, was da noch möglich ist. So. Wir haben hier auf jeden Fall Feuer am Start. Wir müssen wieder Sachen anzünden. Müssen wir Gegner töten. Wir haben ja was zum Sprengen. Theoretisch könnten wir einfach durchlaufen. Ich will auch das Triforce-Symbol an meinem Namen haben. Naja, du hast auf jeden Fall schon mal ein Triforce. An deinem Namen. Dude. So, Kitsune ist halt schon echt lange dabei, deswegen hat sie schon das Triforce-Symbol, aber da musst du halt ein Jahr dabei sein. Dann aktualisiert das dazu. Mein Lieblingsessen ist selbstgemachte Nudelauflauf und Geflügelbraten. Geflügelbratwürstchen. Die esse ich gerne. Klingt auch lecker. Bitte drehen, Susanne will drehen, let's go! Wir wollen mal wieder eine Schwierigkeit haben. Ihr findet es langweilig, aktuell mit dieser Strafe zu leben. Also ich habe, ja, ich muss echt sagen, ich habe aktuell richtig Glück. Sorry, aber ich habe gerade richtig Glück. Kann man nicht einfach sagen. Nicht anders sagen. Was ist denn jetzt hier? Au! Hallo Lady Makoro, schön, dass du dabei bist. Oder kurz dabei bist. Wie geht's, wie steht's? Alles klar bei dir? So, Herzchen. Irgendwo haben wir noch einen. Und dann können wir in aller Seelenruhe auf jeden Fall unsere Fackeln anzünden. Ah. Shit. Okay, der macht One-Hit auf jeden Fall. Aber... Ja, der Link hat wieder rote Haare. Es sieht halt nur so aus manchmal. Wir sollten auf jeden Fall unsere... Hier durch die Tür komme ich bestimmt, wenn ich alle Gegner töte. Oder die Fackeln. Ah. Fledermaus. Hallo. So, passiert was, wenn ich alle Gegner getötet habe? Nö. Schade. Ja, man muss hier halt alles ausschöpfen. Ne? Ich kenne halt das Spiel nicht, das ist halt die Sache. Dementsprechend gehört sowas wie alle Gegner in einem Raum töten auf jeden Fall dazu. Ja, alles super. Mein Mann und ich sind gerade wieder im Hotel angekommen und kann mich mal für den nächsten restlichen Team noch einwählen. Yay. Ja, dann hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit hattet auf jeden Fall. So, wir gucken mal kurz hier rein. Da ist ein kleiner Mini-Dodongo. Und ist cool, die höre ich, aber ich könnte mir vorstellen, das ist wieder so ein Ding, was ich eher... Aua, hä? Okay, das ist wieder was Unsichtbares. Ja, ich glaube, hier brauchen wir... Mann. Ach Mann, wir brauchen hier wieder einen Bumerang. Hä? Was habe ich verpasst?
Genau, die neuen Mechaniken kenne ich nicht und das Spiel selbst kenne ich, richtig. Hallo Kevin Caro! Was geht? So, warte mal. Die Fackel ist aber nicht an.